hat jüngst sein Debütalbum veröffentlicht auf einer Plattenfirma, die Lärmquelle Records heißt, ein ganz kleines Label, dem ich vorstehe. Und ich bin natürlich ganz besonders froh, dass der Kevin das mit uns gemacht hat. Und ihr solltet euch auf jeden Fall die Platte von Kevin kaufen, die ist nämlich super. Und da sind nicht nur bekannte und berühmte Songs drauf, die wahrscheinlich jeder von euch schon aus dem Internet kennt, sondern auch das nächste Lied. Und da vorne hat er, glaube ich, seinen Stand. Wenn ihr CDs von der Bandbreite kaufen möchtet, dann gibt es da vorne, da hinten, die junge Dame, die da winkt mit dem Bandbreite-Shirt an. An die könnt ihr euch wenden für T-Shirts, Pullis. Ich weiß, ihr wolltet oft auf Konzerten, ja, genau, auf Konzerten dieses Sweater haben. Und wir haben immer nie die richtigen Größen, sondern nur noch XXXL und S. Und heute haben wir alles mit. Das heißt, ich hoffe, ihr werdet alle glücklich werden. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal anfangen. Willst du auch was sagen, Kevin? Herzlich willkommen auf der kritischen Masse. Schön, dass ihr alle da seid. Cheer. Und die Bänke sind nicht zum Sitzen gemacht. Sie sollen alle aufstehen und abgehen und let's go. Cheer. Aha. Alles klar? Ein Gespenst um die Wahrheitsbewegung steht im medialen Brennpunkt. Das Establishment flennt und die Hüter der Korrektness hetzen über jeden, der sich über Mainstream steht hinweg ist. Endlich checkt es der Bürger vor seinem Rechner. Statt Berichterstattung doch niemals so schlecht war. Etablierte Medien wählen sich als Wächter. Doch angesichts der Themenwahl erben sie die Rechter. Es ist uns echt klar und das geht durch alle Klassen, dass wir verschaukelt werden, was sie mit uns machen lassen. Da trafen Unternehmer wie auch der Hartz-IV-Empfänger. Globalisten profitieren für die Basis für den Sänger. Egal ob Freidenker, Händler oder Kommunist, Libertäre, Klerikale, Konservative mit Gewissen. Sie müssen sich besinnen, was der Mensch gemeinsam hat. Sonst gewinnt die Weltelite, die Elite imparat. Wo liegt die Wahrheit? Wo liegt die Wahrheit? Grad nach ihr und suche sie, solange bis auch du es siehst. Wo liegt die Wahrheit? Wo liegt die Wahrheit? Sammeln die Probleme von uns allen anzugehen und zusammen zu überstehen. Statt bei jedem von den 10, die man findet, gegeneinander anzutreten. Ah, yeah. Oh, yeah. Oh ja, oh ja, oh ja. Seit geraumer Zeit geht auf der Welt ein Gespenst. Doch statt Geld steht der Mensch und die Veränderung im Zentrum. Wissen statt Verblendung und Klarheit statt Neustrecht. Weil immer mehr versteht, was eure Sprache bedeutet. Sicherheit ist Überwachung, Sklaverei ist Freiheit. Und Wissenheit ist Stärke und Arbeit ist unser Lifestyle. 1, 2, links, rechts, sei mit der Masse konform. Schalte mit allem nach vorn, bleib angepasst in der Norm. Nein, denn wir sind nicht nur Fische im Schwarm. Wir sind der H.A.I. Fisch, bis wir den Schlaf. Wir sind mehr als Ziffer, wir sind nicht nur eine Zahl. In einer industrialen schwarzen Statistik für wahr. Denn wir sind kein anorganer Stoff. Wir sind Menschen und unsere Waffe ist und bleibt der Denkapparat im Kopf. Das ist Revolution gebracht, wie durch Massenpost. Zusammen zu anderen, weil man nur so diese Schatten stoppt. Wo liegt die Wahrheit? Wo liegt die Wahrheit? Kam nach hier und suche sie, solange bis auch du es siehst. Wo liegt die Wahrheit? Wo liegt die Wahrheit? Suche nach Gemeinsamkeit, verliere dich nicht im Unterschied. Wo liegt die Wahrheit? Wo liegt die Wahrheit? Zusammen die Probleme von uns allen anzugehen und zusammen zu verstehen. Anstatt für jeden von den Themen, die man findet, gegeneinander anzutreten. Seit Anbeginn der Zeiten versucht man uns zu spalten. Männer gegen Frauen, Erziehung gegen die Alten. So wie Reiche gegen Arme, Weiße gegen Schwarze, Meiste gegen Manche. Jeder ist alleine, einer gegen alle Demonstranten, Polizisten. Moslems gegen Christen, der Orient gegen den Westen, Blogger gegen Journalisten. So wie Dummheit gegen Wissen, Propaganda gegen Infos. Doch man sagt uns, das ist so, alles okay, das stimmt. Alternativlos, weil viele Ziele einfach unvereinbar sind. Einer immer unterlegt, das Leben wäre vom Leib geschimpft. Doch weit gewählt, abseits von den Oberflächlichkeiten, die uns teilen, insgeheim wollen und fordern wir das Gleiche. Auf der Welt genug, wer merkt, was man uns vorenthält, der weiß, man setzt uns auf und zu. Ich baue die Wut, ich schau nicht zu, ich fange an zu handeln, also kommt mit, wenn wir schaffen, schaffen wir zusammen. Wo liegt die Wahrheit? Wo liegt die Wahrheit? Grab nach hier und suche sie, solange bis auch du es siehst. Wo liegt die Wahrheit? Wo liegt die Wahrheit? Also, verliere dich nicht im Unterschied. Wo liegt die Wahrheit? Wo liegt die Wahrheit? Zusammen die Probleme von uns allen anzugehen und zusammen für was stehen. Anstatt für jeden von den Themen, wie man findet, gegeneinander anzutreten. Cheer! Dankeschön. Peace! Killis Moore! Dankeschön. Im Anschluss an die Bandbreite gibt es natürlich noch mehr von diesem wunderbaren